Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online zusammen mit Lilly, hallo. Ja, mein PC ist geschmiert und deswegen starten wir hier von diesem Punkt aus. Schnell vorwegzunehmen, wir haben uns ein bisschen umgestylt, beziehungsweise Lilly hat Greyhill jetzt das Pferdchen mit dabei und ich bin immer noch auf Illusion, aber da hat er mir noch ein Level-Up gemacht und ja, wir haben jetzt einen neuen Look. Cool. Ja, endlich Sommer. Ja, wow, wo es schon bald wieder vorbei ist, gefühlt. Nein, der nächste Hochsommer kommt. Noch okay, dieses Jahr. Klar. Super. Okay, was ich noch natürlich euch zeigen möchte, ist das Trailblazer-Track. Kann ich da noch alles sehen? Ich glaube ja. Jorvik Trailblazers präsentiert voll stolz den Trailblazer-Track. Verdiene die Trailpunkte, indem du Quests und Rennen abschließt, dich um die Pferde kümmerst, Sammelobjekte aufsammelst und Fortschritte bei deinen Erfolgen und Sammlungen machst. Mit dem Erreichen jedes Meilensteins kannst du dir eine Belohnung abholen. Hol dir deine erste Belohnung ab. Zack! Mach einen ersten Schritt Richtung Meilenstein, indem du deinen täglichen Trailpunkt abholst. Ja. Also das ist eigentlich so ein genannter Battle Pass, die vielleicht ein paar aus anderen Spielen kennen. Wir können hier anhand von Quests und Sammelobjekten und Rennen und so Punkte verdienen. Und durch diese Punkte steigen wir hier in diesen Track auf und kriegen, ja, eigentlich ganz coole Belohnungen. Ich muss sagen, die Ohrringe ganz am Schluss gefangen in mir ist sehr, sehr gut. Mir und auch. Für mich ist natürlich interessant, die Pferde-XP, die finde ich natürlich am besten. Die ja. Sind auch ganz gut, ja. Also ich freue mich eigentlich darüber, dass wir so eine kleine Erneuerung haben. Ich glaube, das könnte der ein oder andere auch ein bisschen anspornen, weiterzuspielen. Deswegen, ja, wieso eigentlich nicht? Okay, wir gehen zu Elisabeth und machen an der Hauptquest weiter. Wow, 2 Punkte, geil! Super! Super! Wie viel hast du schon? Wahrscheinlich noch nichts gefühlt. 454. Drei. Oh. Was? Das ist ja doch mehr als erwartet. Ich habe 754. Oha. Ich habe aber auch gerade schon 3 Dailies gemacht. Super. Bevor du mir hilfst, die 4 Kopien des Buches der Lichtzeremonien zu finden, habe ich eine bahnbrechende andere Aufgabe für dich. Wir Druiden haben einen geschickten Beobachter zu unseren Diensten. Es gibt eine diskrete Art und Weise, auf die er uns kontaktieren kann. Ich möchte, dass wir durch ihn Kontakt halten und uns gegenseitig mitteilen, ob wir etwas über Dark Core herausfinden konnten. Der Beobachtungsmeister wohnt isoliert von jeglicher Zivilisation. Glücklich weiß es das nicht so weit von hier. Reitet den Weg zur Koppel hoch, dort, wo deine Druidenübungen machst. Die wir übrigens noch nie gemacht haben, ist so okay. Biege nach links ab, anstatt nach rechts zur Koppel. Dort wirst du die geheime Höhle des Beobachters finden. Na dann, auf geht's! Yep. Oh. Was haben wir da Schönes? Illusion scheint der Rücken weh zu tun, das ist aber gar nicht gut. Oh nein. Mein Pferd auch. Erst solltest du das Sitz des Sattels überprüfen. So. Tierarzt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingleite. Ich gleite einfach nach Gefühl. Immer der Nase nach. Reite dir hinterher. Ganz ja, super. Wunderbar. Es war nicht immer die beste Idee, aber mach nur. Ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Oh, Müll! Müll! Jetzt macht Müllsammeln noch mehr Spaß. Auf einmal. Plötzlich. Oh, geht das auch bei Pflanzen? Ja, die geben auch 2. Cool. Oh, schön. Dass ich keine einzige Pflanze auf diesem ganzen Weg hatte. Wunderbar. Misch hier. Willkommen in meiner geheimen Welt.
Wie ich weiß, wer du bist? Oh, ich bin nicht umsonst Beobachtungsmeister. Ich weiß über alles auf dieser Insel Bescheid. Ich weiß über alles zwischen Himmel und Erde Bescheid. Über die Dinge, die man nicht wissen sollte und über Dinge, die alle wissen sollten. Ich kenne alle Geheimnisse, kenne alle Lügen, Weisheiten und Überraschungen. Ich besitze jedoch nur die Information. Es liegt nicht an mir, mich ins Geschehen einzumischen. Ich hantiere nur mit Informationen und manchmal teile ich diese Informationen, wenn mir die richtigen Fragen gestellt werden. Ich weiß bereits, was du willst. Dennoch musst du es mir noch einmal erzählen. So sind meine Regeln. Boah, geil, man kriegt so XP bei den Quests. Also so wirklich, das ist auch cool. Richtig gut, ne? Ja, da können wir auch bei den Quests farmen. Geil. Die Druiden wollen also, dass ich alle Beobachter aktiviere, damit sie ihre Augen auf Darkor richten und Bescheid geben, falls etwas geschieht. Geil, 100. Ja, was nehmen wir? Ich nehme das erste. Ein Hörnchen Knappheit. Ich würde dir gern helfen, aber leider sind alle meine Eichhörnchen auf einem Sandgrubenkurs für Fortgeschrittene in der Sahara. Ach ja, Eichhörnchen? Was sie mit der Sache zu tun haben? Oh, eine ganze Menge. Einige Beobachter benutzen Brieftauben. Ich benutze Eichhörnchen. Du glaubst ja nicht, wie viele Tunnels in der Jovikschen Erde gibt. Die unterirdischen Tunnel der Eichhörnchen sind ein riesiges Netzwerk, das Tag und Nacht nur so pulsiert. Es gibt Schnelltunnel, durch die geheime Botschaften schneller transportiert werden, als eine Brieftaube sich nur erträumen kann. Sie sind super, diese kleinen Viecher. Ich weiß viele Dinge, die ich dir nicht einfach so verraten kann. Manchmal müssen die Dinge so geschehen, wie sie geschehen sollen. Schicksal, weißt du? Natürlich bin ich aber auch ein Anhänger der Bewahrer Aydins und teile mein Wissen mit ihnen. Leider kann ich dir im Moment nicht mehr von dem erzählen, was dich betrifft. Nur etwas Kleines? Lass mich nachsehen. Ja! Etwas kann ich dir doch erzählen. Ja toll, möchte ich auch wissen. Was ist es denn? Dass ein verwirrtes Pferd gesehen wurde, das im Goldblattal herumläuft. Ein Pferd von großer Bedeutung. Man sagt, sein Name sei Meteor. Genau, es ist der Meteor. Lindas lang verschollenes Pferd. Falls das alles wahr ist. Spannend. Oh, ich habe einen Meilenstein. Super, ich noch nicht. Wollen wir die noch annehmen? Ja. Ja. Gute Idee, Linda von Meteor zu erzählen. Linda ist gerade im Silverglade Weingut. Erzähle ihr, dass ihr Pferd im Goldblattwald herumirrt. Okay, wo müssen wir jetzt beide Male hin? Ich muss gerade selber schauen. Silverglade Langgut und? Irgendwo bei Silverglade. Silverglade? Ah ja, ah, okay. Dann lasse ich mich abholen. Jo, abholen. Dann begleiten wir nach Silverglade als erstes? Ja. Würde ich sagen. Oh, kommen Sie auf Ihrem stolzen Araber. Komm du hinterher. Hinterher? Ich bin schon längst voraus. Ich bin schon längst voraus. Schlecht. Sag doch sowas nicht. Darf ich? Aha, sie ist wieder am Pflanzen einsammeln, ne? Hab schon gesehen. Ja, mhm. Das gibt hier. Super. Punkte. Braucht die. Ich sehe schon, das ist voll was für dich. Ja, das ist richtig mein Ding. Wirklich. Lilly muss belohnt werden für Spielen, dann macht sie mit. Ja. Anders nicht. Eine Brille gibt es als erstes, okay. Eine Brille? Ja. Oh, die kann ich mir. Die kann ich mir abholen. Ist sie schick? Ich hole sie mir gleich, warte. Ick, ick, ick. Okay. Ick, 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 ick. Ick. Ja, toll. Super. Oh je, Mine. Oh no. Oh Gott, und das Geräusch, das die immer noch machen. Oh, Hilfe. Das ist ach Gott, ja, jetzt bin ich gerade mal froh, keinen Ton anzuhaben. Ja, sei froh. Gott!
Ich sehe die Kiese. Weil das jetzt? Ist anstrengend. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir rein zuerst zurück. Ja, wir gehen jetzt erst zu Linda. Ich habe mir jetzt gerade mal diese Brille geholt. Ja. Ich habe schon schlechtere gesehen. Ja, gut. Da sind wir doch froh darüber. Was heißt, die ist eigentlich echt hübsch so? Ich übersetze. Oh, da drüben ist doch eine Pflanze. Oh, das lohnt uns doch abzuschweifen Pflanzen. Jetzt. Hier sind auch ganz viele Pflanzen. Jetzt gibt es endlich einen Sinn, abzuschweifen. Ja, jetzt brauchen wir halt für eine Folge doppelt so lange, weil wir überall nochmal... Oh, hier ist noch eine und hier ist noch eine. Genau. Aber egal. Viel schon. Obwohl, es bringt mehr, wenn wir einen Quest weitermachen, weil die geben 100. Nein, viel brauche ich noch. Ich habe 860. Okay. Ich bin bei Linda, ne? Cool. Du hast 860? Ich habe 87. Was, 87? Ja, 87 Punkte, weil anscheinend ist es so, wenn man eine neue Stufe erreicht... Aha, geht's wieder auf null. Aber braucht man für jeden Meilenstein 1000? Ich brauche jetzt für den nächsten auch 1000. Okay, immer noch. Weil ich frage mich, ob das sich dann mit der Zeit erhöht oder nicht. Wow! Hübsch, hübsch! Eine neue Friese mit der Frisur. Schick, schick. Was? Hoffentlich stimmt das. Danke, dass du mit solch tollen Nachrichten kommst. Stell dir vor, ich könnte mein geliebtes Pferd Meteor wiederbekommen. Ich habe zurzeit kein anderes Pferd. Kannst du zum Goldblattwald reiten und nach ihm schauen? Ich hoffe, dass das alles wahr ist. Nimm diesen Reithelm mit, falls Meteor verwirrt ist. Er wird ihn erkennen. Okay, na dann suchen wir ihr Pferd. Jetzt bin ich gerade für... Ach, Goldblatt, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bist du das verwirrte Pferd. Ja, jetzt bin ich das verwirrte Pferd. Kann man so sagen. Oh, Pflanze. Bei mir waren sogar zwei, aber die eine habe ich links liegen lassen. Oh Gott. Oh Gott, ich reite gerade wie ein verwirrtes Pferd. Geil, ne? Wunderbar. Oh, jetzt reite ich ganz elegant da oben entlang. Einfach, weil ich es kann. Wie weit ist der denn weg? Ach, da ist dort, wo das Rennen mit unserer Hui-Frau ist. Emma heißt sie doch, oder? Ah ja, genau. Die Emma. Das ist meine Hui-Frau. Ja. Hui. Oh. Aber der ganzen Sache schon mal näher. Oh, Pflanze. Ich mache ein paar Abschweifungen, weil... Weil du Pflanze. Kannst. Weil ich es kann. Weil Pflanze. Sprech schon mal mit Meteor. Mach das bitte. Brüll. Schnauf. Was ist das denn? Den Helm kenne ich doch. Endlich etwas, das ich wiedererkenne. Ich bin seit Tagen hier im Wald herumgelaufen, ohne zu wissen, wer oder wo ich bin. Dieser Reithelm frischt meine Erinnerungen auf. Was? Was Alter! Ist? Was denn? Ich bin an einem Baumstamm hängen geblieben. Und jetzt kommt, es sieht schlimmer aus, als es ist. Graham wird schnell wieder auf den Hufen stehen, als du glaubst. Dein Pferd ist schwer verletzt und du wurdest zum Stall zurückgebracht. Nee, ernsthaft? Du bist jetzt wieder beim Stall? Ja! Was? Wieso?
Hä, ist das neu, dass man davon abgeholt wird? So aus dem Nichts, ich bin gegen einen Baumstamm geritten. Ja, eben, das ist der Fehler. Sorry. Kann mal passieren. Da kann jemand wohl nicht reiten, ne? Was ist jetzt hier in der Nähe vom Transporter hier? Okay. Ich bin Meteor und ich laufe im Licht des Mondes. Linda ist meine Anhängerin und Aydin ist die Wurzel meiner Seele. Und wer sind Sie? Und was haben Sie mit meinem Soulrider Linda gemacht, wenn man mal fragen darf? Schnupf. Yay, Trailblazer Track, Meilenstein 2. Belohnung abholen. Schön, ich bin dann irgendwann so in 10 Stunden nochmal da. Ich bin jetzt gerade am Westkap Fischerdorf. Okay, ja, die Brille ist eigentlich okay, finde ich. Sag ich doch. Ich zieh die mal an. Ich nicht, das sieht komisch aus, glaube ich. Ja, wie ihr seht, habe ich meinen Rucksack. Ups, meinen Rucksack auch mal wieder aufgeräumt. Wenigstens etwas. Ich nicht. Ich musste. Da, wo ich das ganze Outfit rausgesucht habe, habe ich extra noch meinen anderen Stuff versorgt, damit ich wieder ein bisschen Platz habe. So, ich lese schon mal weiter, ne? Oh, hier ist noch eine geheime Quest. Super. Ich hab ihn jetzt auch. Ihr seid also hier, um mich zu Linda zu bringen? Hört sich gut an. Vielleicht kommt dann mein Gedächtnis zurück. Ich fühle mich Zeit und Raum sich langsam wieder sammeln. Ich weiß allerdings nicht, wo ich gewesen bin und wie ich hierher kam. Aber du, ich habe ein Hufeisen verloren, bis ich im Wald herumgeirrt bin. Und das kann ich hier nicht weg. Kannst du es für mich finden? Ich suche doch beim Hügel. Genau, der Hügel mit dem Runenstein. Ja. Schnauf. Okay. Umdrehen. Gehen wir mal gucken. Ups. Hilfe. Kürbis im Weg. Eine Aufgabe, die gelöst werden muss. Aha. Wo läuft er hin? Hallo? Oh, jetzt springt das Gaulchen nicht. Oh Gott, Hilfe. Warte, warte. Ich mach da gleich noch ein schönes Bild von uns dreien. So, ein bisschen positionieren. Perfekt. So. Super. Du hast es gefunden. Toll. Okay. Schnupf, mein Gedächtnis ist völlig leer. Ich weiß nicht, warum ich hier bin oder was passiert ist. Mein Gedächtnis ist vollkommen leer. Es ist so, als wäre die Zeit stehen geblieben und als wäre ich in einen schlaflosen Traum gefangen. Das Einzige, an das ich mich erinnere, ist, dass alles sehr, sehr... Lass mich nachdenken. Jetzt erinnere ich mich. Es war ganz rosa. Schnupf. Vielleicht werde ich jetzt verrückt. Wer weiß? Was weiß ich? Was weißt du? Das ist eine gute Frage. Na dann wollen wir uns mal auf den Weg zu Linda machen. Ich bin bereit für die Abfahrt. Weingarten, sagst du? Ich glaube, ich erinnere mich, wo das ist. Dann mal los. Oh, der kommt mit uns. Na komm, Meteor. Legen wir zusammen zu. Oh Gott, jetzt speedet er aber richtig, Alter. Heilige! Ich habe nur noch dieses Ausrufezeichen gesehen, wie es so richtig anfängt zu rasen. Und ich so, okay. Alter. Der Kollege hat's eilig. Der Kollege hat's richtig eilig. Ups. Jetzt greite ich noch wo rein. Ja, pass auf, nicht, dass du gleich zurück zum Stall gebracht wirst, so wie ich. Ja, wirklich. Das ist ja gemeingefährlich. Und Anforderungen erfüllt. Ja. Okay. Bei mir auch. Der ist schon dort, weißt du? Wir sind einfach zu lahm für ihn. Ja, ich bin wirklich lahm, das ist okay. Naja, dein Pferd ist auch gerade mal Level 4, also sei nicht so hart zu ihm. Fünf. Noch ein Rennen, dann ist es 5. Super.
So, dann hier wieder rauf. Oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht reiten. Der arme Illusion muss viel mit mir durchmachen. Ja, traurig, ne? Ja. Schon tragisch. So. Ups. Ups, ups, ups. So. Geben wir hier noch die Quest ab und dann sind wir am Ende der Folge. Das ging ja ruckzuck. Danke, Sakura und Illusion, dass ihr mir geholfen habt. Endlich sind Linda und ich wieder vereint. Ein großes Dank an den Beobachtungsmeister. Meteor zum Tagebuch hinzugefügt. Besondere Fähigkeiten. Mondkreis, Appetit. Ist Appetit eine Fähigkeit? Anscheinend jetzt schon. Okay. Warum stellen Sie sich neben mich? So, also, das war's von dieser Folge Star Stable London. Wir danken euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss! Tschüss!